Herzlich willkommen bei Glücksbringer, deinem Podcast für Glücksbewusstsein, Potenzialentfaltung und Menschlichkeit, damit wir einsehen, dass wir eins sind, dass jeder von uns Glück bringt und dass wir 1000 Glücksmomente filtern können. Mein Name ist Tina Schumacher und ich begrüße dich hier ganz herzlich und wünsche dir unglaublich viel Freude beim Anhören dieser Folge. Hallo da draußen, ich hoffe nicht in das schlechte Wetter, wie es gerade bei mir der Fall ist. Mein Name ist Tina Schumacher und ich wünsche dir einen wunderbaren Start in den Tag und ja, begrüße dich zur mittlerweile 3. Folge meines Podcasts Glücksbringer. Und heute geht es um ein Thema, was man vielleicht erst gar nicht so ganz mit Glück verbindet. Was ich auch ganz lange Zeit nicht mit Glück verbunden habe und was ganz, ganz viele von uns, ja, glaube ich, im ersten Moment so überhaupt nicht auf die Idee bringen lässt, dass das letztendlich auch für unser Leben wertvoll sein könnte. Und ich nenne das Ganze zweite Reihe Glücksbringer. Und das sind schwierige Situationen oder auch Menschen, also Robert Betz würde sagen Arschengel, die ja für uns erstmal super unangenehm sind, aber wenn wir denn dann hinschauen möchten, uns letztendlich zum größten Wachstumspotenzial verhelfen, das überhaupt in uns steckt und das in uns auch eine unfassbare Stärke letztendlich auslösen kann. Dessen muss man sich nur natürlich erstmal bewusst werden und man sollte überhaupt hingucken wollen. Ja, und ich glaube, das ist gerade so die Krux an der Sache der zweite Reihe Glücksbringer. Denn im ersten Moment sind natürlich verschiedene Situationen für dich oder mich unfassbar unangenehm. Und das heißt gleichzeitig, dass wir diese Situation wahrscheinlich abwerten, weghaben wollen und deshalb alles versuchen, um da auch so wenig wie möglich hinzugucken. Und wenn wir uns gerade mitten in so einer Situation befinden, die uns gerade unfassbar unangenehm ist, dann empfinden wir natürlich dabei auch nur diese unangenehmen Gefühle. Das heißt also, darauf liegt unser Fokus. Was sehen wir in diesem Moment? Wir sehen nur schlechte Gefühle, das, was uns gerade nicht gefällt, das, was uns an uns nicht gefällt, oder ja, die Veränderung dieser Situation, die uns nicht gefällt, das Herausreißen aus einem bestimmten Muster, das uns nicht gefällt und so weiter und so fort. Es gibt da ja 1000 Momente, in denen wir uns da irgendwie auch unwohl fühlen könnten. Ja, und genau darauf liegt dann eben auch der Fokus. Das lässt sich ganz einfach erklären mit Menschen, die vielleicht, also kurzes Pferdebeispiel, aber nur am Rande, die vielleicht einfach gar nichts mit Pferden zu tun haben. Sie treffen jetzt auf mich, ich erzähle davon und auf einmal siehst du als Nicht-Pferdemensch ständig irgendwelche Pferdeanhänger auf der Straße fahren. Achte mal drauf, es könnte passieren. Warum passiert das? Einfach deshalb, weil wir unseren Fokus darauf gelegt haben, weil wir uns mit einer Sache beschäftigt haben und unseren Fokus darauf legen. Gut, und was uns das in dem Moment zeigt, ist natürlich auch, wenn wir uns auf dieses Schlechte in dem Moment fokussieren, dann wird das stärker und dann wird das präsenter. Und in dem Moment wäre es für uns ganz fantastisch und wunderbar, wenn wir es schaffen würden, das Bewusstsein darauf zu lenken, wie meine Mama immer sagte, man weiß nie, wofür es gut ist. Und das klingt erstmal nach einer unfassbaren Floskel und sowas dahergesagtem und ja, diese ganzen Sprichwörter, das hat mich früher immer nur so schon fast ein bisschen angenervt, was aber ja auch ein Zeichen dafür ist, dass ich es da einfach noch nicht hören wollte, ne? Also das, ich glaube, da kann man auch immer ganz gut hingucken und das sehe ich auch bei meinen Kunden ganz, ganz oft, bei mir selbst auch,
Wenn ich es nicht hören möchte oder wenn ich irgendwo mit einem Thema habe, dann regt es mich in irgendeiner Form auf. Also einfach nur neutral gesagt, ein ganz, ganz spannender Indiz dafür, dass es vielleicht doch Zeit ist, da mal irgendwie hinzugucken. So, und ja, dieser Satz, man weiß nie, wofür es gut ist, ist in meinen Augen eigentlich gar keine Floskel. Weil in dieser schwierigen Situation, die wir da haben und die wir vielleicht durchleben oder die wir vielleicht mit einem Menschen durchleben, dann wird es vielleicht im Nachhinein schwieriger zu vertrauen. Und wir haben Ängste, die entstehen und die vielleicht auch bleiben, weil wir da noch in der Vergangenheit leben und eben nicht so sehr gut das Ganze hinter uns lassen können und da sagen können, okay, wir sind ein Kind, wir sind hingefallen, aber jetzt denke ich nicht die ganze Zeit daran, dass ich hingefallen bin, sondern ich stehe auf und laufe einfach weiter und wenn ich halt wieder hinfalle, dann falle ich halt wieder hin. Das gelingt den meisten von uns, mir persönlich auch noch immer nicht perfekt und und deshalb entstehen natürlich irgendwie Ängste, die uns aus der Vergangenheit prägen und die wir mit in unser Jetzt nehmen und irgendwo auch in unsere Zukunft, an die wir dort denken. Trotzdem, wenn ich aber jetzt dahin komme, andere Erfahrungen zu machen, und das erlebe ich ganz, ganz viel bei meinen Kunden, diese wunderschönen Augenblicke des Wachstums, dann komme ich dahin aus dieser Situation, die am Anfang erst so furchtbar war, und diesem Kontakt und diesen Erfahrungen, die ich so als so furchtbar bewertet habe, egal wie sie jetzt jemand anders bewerten würde, dann komme ich aber dahin, auf einmal zu erleben, dass ich in mir eine innere Stärke habe, um diese Momente zu überwinden. Dass ich vielleicht merke, boah, ich habe wunderbare Freunde, auf die ich mich wirklich verlassen kann, die hinter mir stehen. Ich kann dann in diesen Momenten durch diese Situation mein eigenes Selbstbewusstsein stärken, also das Bewusstsein für mich selbst. Ich lerne mich selbst besser kennen. Selbstbewusstsein ist nicht unbedingt für mich ein Indiz dafür, dass ich jetzt irgendwie eine Rampensau bin oder sonst was. Das ist einfach nur, wie das Wort es auch schon sagt, ein Bewusstsein für mich selbst. Ich lerne mich selbst besser kennen, kann also mit mir und meinen Emotionen noch besser umgehen und werde genau diese Situation auch später besser meistern können. Ich lerne durch diese Situation Selbstvertrauen, also das Vertrauen in mich selbst, das Vertrauen, dass ich aus diesen Situationen wirklich wachsen kann und dass diese Situation nachher unfassbar wertvoll sein kann. Und ich glaube auch, das geht dir vielleicht auch so, und es haben mir auch unglaublich viele Kunden im Kontakt erzählt, wenn sie verschiedene Dinge nicht erlebt hätten, auch wenn man das Ganze keinem wünscht, irgendwie so negative Gefühle mitzuerleben, aber jeder Mensch im Leben wird in Situationen geraten, die ihm gerade mal nicht passen, die unangenehm sind, mehr oder weniger. Aber dennoch, wenn wir so auf unser Leben zurückblicken, egal ob du es bist oder ich oder sonst wer, glaube ich, kann jeder behaupten, dass das, was passiert ist, letztendlich ein Stück weit zu wunderbaren neuen Momenten beigetragen hat und auch dazu beigetragen hat, dass Wachstum geschehen ist und dass vielleicht jetzt einfach wunderschöne Dinge in Gang getreten wurden. Außer natürlich, du befindest dich gerade in einem Moment, wo es dir nicht so gut geht, dann wirst du wahrscheinlich auch eher das sehen, was dir jetzt gerade im Moment nicht gefällt. Das hatten wir eben gerade schon beim Thema Fokus angesprochen. Ich glaube aber, wenn wir verstehen, dass das jetzt gerade so eben nicht passiert ist, wie du es dir gewünscht hast oder diese unangenehme Situation entstanden ist, der Mensch dich verlassen hat, irgendetwas im sportlichen Kontext nicht geklappt hat,
dann war das jetzt gerade noch nicht dein Weg. Dein Weg ist ein anderer und du hast vielleicht einfach noch ein paar Dinge zu lernen. Und dafür können diese Menschen, diese Tiere in deinem Leben, die sich vielleicht ein bisschen runterfahren wollen oder die Situation, die du in deinem Leben erlebst, echte Glücksbringer sein, um dir die Augen zu öffnen und diese Situation, Menschen, Tiere oder was oder wer dir sonst noch begegnet, schöpfen das Potenzial in dir herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist, was du wirklich willst. Und die schöpfen auch das Potenzial, den in Anführungsstrichen richtigen Menschen in deinem Leben zu begegnen. Du hast doch dann erst die Möglichkeit, dich auf das einzulassen, was dich wirklich, wirklich, wirklich tief erfüllt. Das war bei mir ganz extrem so, wenn es um den Bereich des Pferdesports geht. Ich habe gerade da, als ich jung war, ganz, ganz verbissen trainiert. Ganz, ganz verbissen trainiert. Und mir war sportlicher Erfolg schon wichtig, aber letztendlich habe ich mich so selbst kennengelernt, durch das, dass irgendwie immer etwas zu spät für mich, für eine Kaderteilnahme zum Beispiel, dieser sportliche Erfolg kam, immer so ein bisschen zu spät. Dass ich brauchte einmal eine Platzierung, um in den Kader zu kommen. Die habe ich erst quasi im Jahr danach bekommen, wo ich schon zu alt war, um in diesen Kader zu kommen. Und dann hätte ich irgendwie noch mehr Platzierungen gebraucht. Irgendwie so war das. So habe ich nicht bekommen, habe ich zu spät bekommen. Was lehrt mich das, wenn ich denn lerne, richtig hinzuschauen? Das lehrt mich, Tina, du solltest mal runterfahren, du solltest die Bedürfnisse deines Pferdes in dem Fall doch deutlicher wahrnehmen. Und genauso sagt das ein Körper bei Krankheit, zum Beispiel, um ein paar einfache Beispiele zu nennen. Und dadurch, durch diese Momente und auch durch das Wachstum mit den Pferden und den dazugehörigen Menschen und Momenten, bin ich letztendlich dahin gekommen zu sagen, boah, alles klar, also Selbsterkenntnis, ich spüre gerade, dass das, was mich daran hindert, hier erfolgreich zu sein, erstmal meine Ungeduld ist, mein verbissener Ehrgeiz, den ich doch überhaupt gar nicht brauche, weil ich mache das doch aus Liebe zum Tier. Das ist doch eigentlich mein Fokus, den ich haben möchte. Und auch deswegen, weil ich Angst vor Ablehnung habe. Weil ich Angst davor habe, irgendwie schlecht dazustehen auf einem Turnier. Was doch völliger Quatsch ist, was wieder nur zeigt, wie sehr wir darauf gepolt sind, keine Fehler zu machen. Aber das sind so eben so Glücksbringer-Momente, wenn man sie denn dann erkennt, die dir einfach zeigen, wie du wirklich tickst und da wie ich schon eben mehrfach gesagt habe, ein unfassbares Wachstumspotenzial bieten. Und ich muss sagen, und das haben mir ganz viele Freunde und wieder auch Kunden genauso bestätigt und ich mir jetzt zuletzt auch, ich bin jetzt schon unglaublich dankbar dafür, dass mir verschiedene Dinge passiert sind, dass Trennungen geschehen sind, weil ich sonst bestimmten Menschen in meinem Leben niemals begegnet wäre. Und ich bin sogar den Menschen etwas egoistisch dankbar, die sich von Personen, die ich gerne habe, getrennt haben, wo Trennung entstanden ist, wo Freundschaften vielleicht nicht mehr gehalten haben. Nicht weil ich irgendwie missgünstig bin oder sonst irgendwas. Ich denke immer, wenn irgendwas nicht hält, dann hätte es sowieso nicht funktioniert. Es geht mir ja genauso. Ich bin auch für diese Menschen dankbar, die mich verlassen haben. Sonst hätte ich diese Freundschaften, die ich heute habe, diese Kontakte, meinen Partner, das wäre überhaupt nicht zustande gekommen. Und deshalb, ja, ich muss da einfach, ich fange gerade an zu strahlen. Ich hoffe, das hört man irgendwie gerade durchs Handy in die Welt. Das waren mit Sicherheit unfassbar schlimme Momente. Aber sie haben mir jetzt letztendlich so ein Riesenglück gebracht. Das, ja, ist einfach wunderschön. Heißt für mich also auch,
Dieser Satz, man weiß nie, wofür es gut ist, ist überhaupt gar keine Floskel und hat viel mehr Bedeutung, als viele, viele Menschen denken. Ja, genau. Also in schwierigen Situationen liegen eigentlich echte Glücksbringer verborgen. Ja, und wenn man darüber nachdenkt, oder wenn ich darüber nachdenke, und das habe ich auch in wirklich vielen, vielen Videos schon gesehen und auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gehört, in den Coachings gehört und auch in vielen Weiterbildungen, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe. Und das hast du mit Sicherheit auch schon irgendwo gehört, gesehen. So viele Personen tun gerade deshalb Dinge, weil sie, ich nenne es mal, einzigartige Erfahrungen gemacht haben. Sei es zum Beispiel Personen, die sich im Suchtbereich wirklich einsetzen, weil sie selbst Suchterfahrungen gemacht haben. Sei es Personen, die sich im Bereich der Kriminalität einsetzen, weil sie selbst mal auf die kriminelle Laufbahn geraten sind und da jetzt Jugendlichen etwas vermitteln wollen. Sei es Personen, die im pflegerischen Bereich Erfahrungen in der Familie haben und deshalb in die Pflege gehen, die Erfahrungen mit dem Tod haben und deshalb im Palliativdienst arbeiten. Man nimmt die Inklusionsschiene, die sich da engagieren, weil sie selbst einen Hintergrund haben, die sich ja auch im Bereich Partnerschaften engagieren. Da hat natürlich jeder einen Hintergrund, aber weil sie da selbst so einschneidende Erfahrungen gemacht haben, dass sie das mitgeben möchten. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz unzählige Situationen, wo Personen genau deshalb Dinge tun, weil sie eben diese Erfahrungen gemacht haben, die erst super, super schwierig waren, die zum Beispiel, fällt mir gerade ein, habe ich jetzt noch gesehen, sich in der Krebshilfe einsetzen und da Projekte anstoßen, weil sie eben selbst Betroffene waren und da etwas zu beitragen wollen und dann natürlich auch Erfahrungen noch viel, viel besser einbringen können, weil sie eben aus diesen Erfahrungen gelernt haben, weil sie sich selber angesehen haben und da gewachsen sind. Und deshalb mein Abschlusswort zu dieser Folge, die zwar ja vielleicht irgendwie ein bisschen skurril gewirkt hat am Anfang, aber dennoch unfassbar wichtig ist. Bitte versuch wahrzunehmen, wenn du dich jetzt gerade in einer schwierigen Situation befindest, dass genau diese Situation dir einer der größten Glücksbringer sein kann überhaupt. Egal wofür auch immer, das kannst du jetzt noch nicht wissen, du kannst schon darüber nachgrübeln, aber es wird dir nichts bringen, weil du kannst die Zukunft nicht vorhersehen. Also vielleicht versuch einfach, wenn du keine Lösung hast, das Grübeln einzustellen, versuch das zu akzeptieren, das anzunehmen, wie es gerade ist. Und warte darauf, ganz gespannt wie ein Kind, was darauf wartet, was als nächstes Neues passiert, was dir diese Situation im Nachhinein für ein Glück bringen wird. Und dann denk daran zurück, vertrau dir selbst und freu dich, dass du jetzt weißt, und vielleicht weißt du es ja sowieso schon, was gerade schwierige Situationen für ein unglaubliches Glück mit sich bringen können. Und vielleicht, wenn du jetzt gerade dieses Glück genau empfindest, weil du sofort wusstest, was ich meine und dich sofort an genau deine Situation erinnern kannst, dann denk nochmal an die Menschen, vielleicht auch an deine Arschengel und sag dir einfach, ey, danke, dass du damals so scheiße zu mir warst oder ja, dass ich mich damals so scheiße gefühlt habe in der Situation. Ich habe natürlich auch immer eine Beteiligung daran. Da muss man sich auch drüber bewusst sein oder sollte man. Oder solltest du und sollte ich.
Aber dennoch, danke, 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 dass das passiert ist, denn heute weiß ich, dass daraus ganz viel Neues geboren wird und ich genau meinen Weg finde, genau durch diese Sachen finde ich meinen Weg. Ja, und ich hoffe für dich, dass auch du genau das erleben kannst, dass du das vielleicht schon erlebt hast und da gewachsen bist und dass du die Stärke finden kannst, auch egal in welchem Moment, immer wieder an dich selbst zu glauben, dir selbst zu vertrauen und zu wissen, das hier ist jetzt gerade ein Glücksbringer, auch wenn er sich gerade nicht so anfühlt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt und einmal auf Gefällt mir klickst oder natürlich sogar, das wäre perfekt, alle guten Dinge sind drei, wir sind bei der dritten Folge, diesen Kanal abonnierst und dich auf neue Videos freust und so wie ich mich auf dich freue und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.